Der Mensch hat Millionen von Jahren gebraucht, sich zu dem zu entwickeln, was er heute ist. Dabei blieben einige Körperteile auf der Strecke und verkümmerten. Dessen Überreste schleppen wir immer noch mit uns rum, obwohl sie eigentlich nutzlos sind. Es folgen 8 Körperteile, die wir nicht mehr brauchen. Mandeln. Die Mandeln haben eine kleine Funktion für unser Immunsystem, allerdings können wir auch ohne sie ganz normal weiterleben. Sie haben außerdem ein hohes Risiko, sich zu entzünden, da sie permanent Bakterien ausgesetzt sind. Mit dem Alter wird dieses Risiko allerdings genau wie unsere Mandeln kleiner. Kleiner Zeh. Der kleine Zeh hat für den Körper extrem wichtige Funktion, höllisch weh zu tun, wenn wir uns irgendwo stoßen. Ansonsten können Menschen aber auch mit 4 Zehen ein ganz normales Leben führen. So verkümmert der kleine Zeh immer weiter und hat eigentlich nur optischen Wert. Wenn er fehlt, sieht es halt doch irgendwie ein bisschen komisch aus. Steißbein. Auch das Steißbein kann höllisch wehtun, wenn wir es uns stoßen. Dabei ist es nur der Rest eines Schwanzes, den vor vielen Millionen Jahren die Vorfahren des Menschen gehabt haben sollen. Beim modernen Menschen erfüllt dieser Teil des Beckens keine wichtige Funktion. Haaraufrichtmuskel. Ist es wahnsinnig wichtig, eine Gänsehaut zu bekommen? Wahrscheinlich könnten die meisten Menschen auch ganz gut ohne leben. Der Musculus arrector pili ist dafür zuständig, uns zum Beispiel bei Kälte die Haare zu Berge stehen zu lassen. Als der Mensch noch etwas behaarter war, sorgte dies dafür, dass Luft eingeschlossen wurde. Heutzutage hat dieser Reflex allerdings keinerlei Funktion mehr. Ohrmuskeln. Auch die Ohrmuskeln sind ein Überbleibsel längst vergangener Tage. Ähnlich wie Katzen oder Pferde konnten unsere Vorfahren die Ohren nach der Schallquelle ausrichten. Dies half, Beute zu lokalisieren oder Bedrohungen aus dem Weg zu gehen. Die einzige Funktion, die der Ohrmuskel heute noch hat, ist, deine Ohren zum Wackeln zu bringen und damit auf Partys ein bisschen anzugeben. Männliche Nippel. Männliche Nippel haben mal wirklich überhaupt keine Funktion. Sie gibt es allerdings, da jedes Kind im Mutterleib zunächst weiblich ist, bis das Y-Chromosom dazwischen kommt, Testosteron ausgeschüttet wird und das Kind sich zu einem Jungen entwickelt. Die Nippel sind zu diesem Zeitpunkt schon fertig und bleiben deshalb auch einfach mal da. Weisheitszähne. Dieser Teil unseres Gebisses ist ebenfalls wissenschaftlich gesehen ein Rudiment. Wir brauchen die Extrazähne nicht mehr und wie man anhand von Knochenfunden aus der Steinzeit beweisen kann, entwickelten sie sich seit vielen Millionen Jahren auch zurück. Was die Kieferorthopäden dieser Welt machen, wenn sie eines Tages komplett fehlen? Nun ja, auch da wird sich die Evolution sicherlich etwas einfallen lassen. Blinddarm. Dass der Blinddarm überhaupt keine Funktion hat, stimmt zwar nicht, allerdings könnten wir auch ohne sein Lymphgewebe, welches das Immunsystem unterstützt, ein ganz normales Leben führen. Reden wir umgangssprachlich vom Blinddarm, ist eigentlich sein Wurmfortsatz, der sogenannte Appendix, damit gemeint. Ob es sich bei ihm um ein Rudiment, also den Rest eines überflüssig gewordenen Organs handelt, das ist in der Wissenschaft noch umstritten. Welches Körperteil wird wohl als nächstes unbrauchbar werden? Verratet es uns in den Comments. Hoffentlich nicht die Stimmbänder, denn dann werde ich arbeitslos.